Heute ist endlich wieder soweit. Nach Ewigkeiten kommt endlich wieder das Duell der Giganten. Heute mit... Ja! Oh Mann. Ach, ja! Wir haben gewartet. Wir sind wieder da. Sascha, wie geht's dir? Ja! Ich hab dich vermisst, Sascha. Heute drehen wir umschreiben. Ich bin hinter der Kamera. Ich habe die Begriffe. Umschreiben geht folgendermaßen für alle, die es vergessen haben. Bundesligaspiele. 15:30 Uhr. Fußball. Und ihr müsst genau das Wort sagen, welches ich aufgeschrieben habe. Okay. Seid ihr bereit? Kannst du bitte gehen? Geh. Let's go! Hey, red nicht mit mir. Sascha! Beim Autofahren passiert es. Lenkrad! Unfall! Beim Autofahren passiert es manchmal, dass man eigentlich... Airbag! Notbremse! Dass man eigentlich sieht. Man sieht eigentlich. Rückspiegel! Spiegel! Winkel! Ja! Ja! Toter Winkel wegen dem Winkel, der tot ist. Weiterentwickelt habe ich mich in der Zeit, wo ich einfach... Es ist auch so gut gecuttet halt einfach, merkt ihr? Es ist einfach unterhaltsam gecuttet. Guck mal, 50 Sekunden sind im Video um. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt sind 50 Sekunden um im Video. Wo jetzt eine kleine Pause war, ich habe ein paar Bücher gelesen, vor allem auch Autobücher. Bücher sind immer gut. Der nächste Begriff. Das ist einfach. Das haben Frauen. Tanga, Brust, Brust, Brust. Nein! Brust, Füße, Zehennägel, Fingernägel, Haare, Hände, Haare, Puppe. Was ist los? Puppe. Das haben Männer auch im Gesicht. Augen, Nase, Mund, ja! Ich war Fahrrad, warte. Ich sag euch, wenn ich angekommen bin. Es kann nicht sein. Wenn man richtig Scheiße gebaut hat. Anzeige! Braucht man den Typ. Anwalt! Ärger! Ja! Ich bin einfach hyperintelligent, Alter. Das kann nicht sein. Das hat man im Geldbeutel. Und da kann Scheine! Was? Münzen! Münzen! Kleingeld! Kreditkarte! Ein Schein! Es ist ein bestimmter... 500er! 100er! 50er! 20er! Euro! Ich hab nur 500 Euro, aber egal! Knossi komplett verloren. Ich denk nur an die großen Scheine. Das ist eine Aktivität, die macht man unter anderem, aber selten, bei Kindergeburtstagen. Clown! Ich denk falsch. Wo denk ich denn? Was denk ich denn? Hey Deutschland, ihr werdet Zeuge, wie der kleine Jens hier groß Geschichte schreibt. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Das nächste ist eine Einnahmequelle. Bitcoins. Aber ohne Arbeit. Immobilien. Ohne Arbeiten. Betteln. Spenden. Wenn du keine Arbeit hast. Hartz IV. Hartz IV. Da ist der Punkt. Hallo Knossi. Liebe Grüße von Karin aus Köthen. Ich kann mich da... Oh Mann! Aber Arbeitsstelle! Aber Ausbildung! Promi Big Brother! Wenn ich während der Schule bin, muss ich das machen oder... Praktikum! Es ist Praktikum! Ja! Ich hab alle Praktiken immer abgebrochen. Das nächste ist eine mathematische Formel. Multiplizieren! Addieren! Subtrahieren! A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat! Tatsächlich Pythagoras! Ja! Mathe 5! Heute erkläre ich euch, wie es funktioniert! Das Ganze wird sehr bald Jens wieder fahren. Was? Weil Jens schon ein bisschen älter Auto. Ist. Was passiert, wenn man... Roller, bei Menschen Rollstuhl, Schönheits-OP. Elato, Rollstuhl, Falten. Warum macht man Moral? Warum man Moral hat? Das passiert bei Männern, die ein bisschen älter werden. Das ist ein ganz gängiger Begriff. Und ich will es nicht sagen. Es ist ein gängiger Begriff bei Männern, die älter werden. Schlaganfall! Der Begriff ins Deutsche übersetzt, es ist mitten im Leben passiert es bei Männern. Wenn ich so 50 bin, sagt man, passiert es. Wechseljahre bei die Frauen. Die Ding, Menstruation! Die werden impotent. Es ist eine Krise. Tim, danke für den Prank. Oh mein Gott. Rollstuhl. Schönheits-OP. Elato. Falten. Die werden impotent. Schlaganfall. Auto. Menstruation. Wechseljahre bei die Ding. Das ist der letzte Begriff. Seid ihr bereit? Z-Twitcherer schreibt in meinen Chat.
Du bist unlustig. Tschüss, tschüss, 2 Wochen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, das steht gerne im Garten rum. Gartenzwerg! Ja, es ist der verdammte kleine Gartenzwerg! Manchmal zeigt er auch den Stinkefinger. Und an der Stelle sind wir komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich noch einen Kuss da lassen? Bitte. Simon, ich bin da! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfrei Ehrenbruder Basis ein Abonnement da lassen. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab, ich hab die unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn's wieder heißt. Geiles Video. Daumen nach oben, da gelassen. Einer hat geschrieben, warte mal. Der Typ aus G schreibt, Zustände wie bei Monte, nicht beleidigt, nur die Meinung abgegeben. GG. Naja, du musst dir so überlegen. Ich frag mich immer, also erstmal ist die wichtigste Regel, die es gibt, ein fauler Apfel verdirbt die ganze Ernte. Das heißt, wenn wir hier jetzt gerade gute Laune haben, und einer kommt in den Chat und meint, einfach den Stinker machen zu müssen, dann bann ich dich einfach weg. Verstehst du? Weil hier ist keine Demokratie. Ich sitze nicht mit dir an einem Tisch oder sonst was, wo wir uns gegenseitig ausreden lassen. Sondern hier bist du bei mir im Twitch-Chat. Und ein fauler Apfel verdirbt die ganze Ernte. Das heißt, wenn ich da durch deinen Kommentar bei mir im Twitch-Chat auch nur ansatzweise irgendwie schlechte Laune bekomme, dann bann ich dich einfach weg. Ich bann dich einfach weg. Fertig. Und meine Moderatoren stehen bereit wie Soldaten. Und das ist keine Kritik. Eine gewisse Kritik und Meinungsfreiheit gibt es hier immer. Aber wenn du meinst, einfach einen dummen Kommentar da zu lassen, dann bann ich dich einfach weg. Und dann kannst du mich auch gern der stinkende Boss nennen. Weil das bin ich. Ich bin ein stinkender, räudiger Honigdachs. So einfach ist es. Ani, die Ente, mein Outing. Was hat sie denn für ein Outing? Danke für euren Support. Kleid in deinem letzten YouTube-Video ist auch wunderschön. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Kurz zu meinem letzten YouTube-Video. Hatte ich mit der Kommentar-Section gerechnet? Nein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mich auf YouTube in meinem letzten Video geoutet als Person, die nicht nur auf Männer steht, sondern auch auf Frauen und alles andere. Ah, okay. Und ich dachte, die Kommentare werden überflutet sein mit Leuten, die das scheiße oder wack finden oder wack, whatever. Und ich habe keinen einzigen Kommentar gelesen, der asozial war. Ich habe nur nette Kommentare dazu gelesen. Das waren nur 20% der Kommentare. Das ist doch auch jedem selber überlassen, oder seht ihr das anders, Chat? Alle anderen Kommentare waren so, bitte mach ein Schlafzimmer-Umgestaltung. Und ich war so, nice. Ich fand's so schön. Ich hab mich so gefreut. Legenden sagen, das sind von Annie the Duck die echten Ohren. Das sind ihre echten Ohren. Die hat nicht Ohren wie wir. Das sind ihre echten Ohren, Chat. Wirklich. Hey, danke, dass ihr einfach nice seid. Richtig wholesome. Voll. Viele meinten wegen pansexuell. Ich weiß. Passt auf, ich bin einfach gar kein Freund von Labels. Ich finde, das Wort bisexuell klingt kacke. Ich assoziiere mit dem Wort bisexuell persönlich einfach nur Leute, die über diesen Begriff herziehen. Oha. So, Chat, wollt ihr mein Essen heute sehen? Oh. Wir haben heute Rinderwürstchen, Gewürzketchup, Senf, Käse im Ofen und so einen kleinen Salat mit Lauch, Zwiebeln und Bohnen. Das Ganze ohne Kohlenhydrate. Oh, hab ich Bock auf Essen jetzt. Oh, geil. Deswegen hasse ich den Begriff. Und das Wort pansexuell mag ich auch nicht, weil ich finde, das klingt halt, als ob man auf Pfannen steht, weil Pan auf Englisch halt Pfanne heißt. Ich finde, das klingt halt, als ob... Ich kenne auch ein paar, die stehen auf Pfannen. Also, da gibt es viele, auch zum Beispiel jetzt bei mir in der Community. Da habe ich zum Beispiel den Moderator Batu. Batu steht auf Pfannen, aber nur ausschließlich auf die extrem flachen Pfannen, auf seinem Hintern. Wir haben auch schon öfter da mit ihm geredet, aber er hat da tatsächlich, er ist da sehr, sehr, wie soll ich sagen, er ist da sehr, sehr fansexuell orientiert, weil er braucht auch immer eine neue. Das bedeutet, Batu geht einfach in wilde Geschäfte rein, nimmt sich eine neue Pfanne und er steht einfach besonders darauf,
wenn man gerade davon diese Folie abzieht und dann ihm damit einen auf den Hintern haut, dann geht er richtig, dann dreht er völlig durch. Und da müssen wir halt zusammen als Community auch ein bisschen mit Bartu reden, dass man sagt, hey Bartu, nicht immer eine neue Pfanne. Behalt doch auch einmal eine Pfanne eine Woche. Man auf Pfannen steht und deswegen mag ich diese Wörter nicht. Ich weiß, dass ich prinzipiell pansexuell bin, aber ich hasse das Wort, weil es so scheiße klingt. Peter Pan kommt mir in den Sinn. Ja, das auch. Und das ist halt kacke. Und ich wollte halt nicht ins Video gehen und sagen, ja, und das ist es übrigens. Und alle sind so, hä, Pfannen, hä, Peter Pan, lololol. Kein Fan von diesen Wörtern. Was meint pansexuell? Boah, ist schwierig zu beschreiben. Also im Prinzip ist es einfach, du liebst Menschen, egal was für ein Geschlecht die haben. Es hat viele Gemeinsamkeiten mit bisexuell. Nur aber warte mal, lieben, warte mal. Kann ich auch ein... Jetzt wird's schwierig. Es ist eine andere Liebe. Aber lieben kann ich doch auch einen Freund. Lieben kann ich doch auch einen Mann oder einen Hund oder sonst was. Das ist halt eine andere Form. Da gibt's keine körperliche Liebe dann, ne? Was ist denn zum Beispiel jetzt mit dem Chat? Wenn ich jetzt zum Chat sage, hey, ich liebe euch. Das ist ja auch eine gewisse Form von Liebe, oder? Okay, wir hören mal weiter. Bisexuell quasi, dass es zwei Geschlechter gibt. Und pansexuell sagt alle Menschen, würde ich mal behaupten. So habe ich es zumindest verstanden. Also es geht einfach noch ein Stück weiter. Deswegen finde ich den Begriff pansexuell ein bisschen angenehmer. Aber ich hasse es halt, dass es pansexuell ist. Weil man kommt, dann kriegt man Panflöte. Ja, Panflöte, Peter Pan, Pan. Weil es halt wie quasi Pan im Englischen ist für Pfanne. Kein Big Fan davon. Man verliebt sich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Ja, genau, so in etwa. Und noch eine Sache habe ich über mich persönlich herausgefunden. Ich habe halt im letzten Stream erzählt, dass ich es halt gar nicht nachvollziehen kann, wie man Leute attraktiv finden kann, wenn man sie nicht kennt. Weil ich persönlich Leute erst attraktiv finden kann, wenn ich jemanden kenne. Ich könnte niemals mit irgendwem ins Bett steigen, wenn ich nur seinen oder ihren Namen kenne. Könnte ich nicht. Und für mich persönlich fängt es erst an, dass jemand attraktiv auf mich wirkt. Ich rede nicht von hübsch. Für mich ist hübsch ungleich attraktiv. Anscheinend ist das nicht normal. Ich komme nicht mehr mit. Anscheinend nennt es sich demisexuell. Wenn man Leute erst attraktiv findet, wenn man quasi kennengelernt hat. Also ich kann sagen, ich finde eine Person hübsch. Das heißt aber nicht, dass ich mit der Person sexuell interagieren möchte. Das heißt einfach nur, dass ich die Person hübsch, schön zum Angucken finde. Erst wenn ich jemanden kennengelernt habe und mir der Charakter zustimmt, erst dann wird jemand für mich körperlich auch attraktiv und dann kann ich auch als jemand attraktiv finden. Aber optisch kann doch auch jemand attraktiv sein. Bestimmt für dich, für mich nicht. Also ich dachte, das wäre normal, so zu denken, aber anscheinend nicht. Anscheinend gibt es dafür einen Begriff, nämlich demisexuell, liebe Freunde. Demi. Habe ich auch letztens im Stream gelernt. Oh. Ich wünsche da Annie the Duck alles Gute. So ein Video in den Trends ist natürlich immer, da gibt es immer viele dumme Kommentare. Und da kann ich wirklich nur zu sagen, jedem, was ihm gefällt. So. Ich weiß nicht, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bei mir ist das ziemlich einfach. Ich bin, was das angeht, würde ich mich eher als sehr konservativ einstufen. Früher, also ich muss ganz klar sagen, Was körperliche Sachen angeht, sobald das irgendwie draußen stattfindet, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, zum Beispiel jetzt einfach mitten im Park, so, da ist einfach ein Pärchen, was rumknutscht, was rumleckt. Egal, ob das Mann, Frau ist, Frau, Frau, Mann, Mann. Ich finde es in der Öffentlichkeit immer, ich bin da sehr, sehr prüde. Ich bin da sehr, sehr, ich glaube, man sagt konservativ. So. Für mich gehört sowas einfach in vier Wände, zu sich nach Hause, jeder soll sein Ding machen und fertig. So sehe ich das. Und was die Personen dann zu Hause machen, ob mit Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, Frau, Esel, Hamster, Frau, Mann, Mann, Frau, Demi, Poli, Pan, Semi, Teli, Revi, sexuell, ist jedem selbst überlassen, oder nicht? Jeder kann doch in seinen vier Wänden machen, was er will und wird von mir damit nicht verurteilt. So sehe ich das.